Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gänsehautmomenten. Dieses Mal geht's ins Jahr 1985 und da gibt's einen großartigen Gänsehautmoment in dem Film Geschenkt ist noch zu teuer. Tom Hanks und seine Filmfreundin Shelley Long erfüllen sich nämlich einen Traum, und zwar ein fantastisches Anwesen vor den Toren New Yorks und das noch zu einem echten Schnäppchenpreis. Aber die Hütte hat einen Haken, sie ist totaler Schrott. Aber Tom Hanks lässt sich nicht aus der Ruhe bringen und gönnt sich und seiner Freundin erstmal ein schönes Bad. Nur leider kein fließend Wasser in der Hütte, also muss er die Eimer mit warmem Wasser nach oben bringen. Geringfügige Probleme in der Küche, nichts weiter Aufregendes. Ah, der Truthahn ist durch. Die nachfolgende Szene, wenn sie das Wasser eingießen, ist der Gänsehautmoment. Und er wurde nicht synchronisiert, weil er einfach, naja, hört's euch an, das kann man nicht synchronisieren. Viel Spaß. Ich möchte jetzt nur in einem schönen, lauwarmen Bad entspannen. Und was ist mit ihm? Och, ich glaube nicht, dass er uns jetzt noch gefährlich werden kann. Das war der Gänsehautmoment für diese Woche.